Nein, gibt es wirklich nicht. Schade, weil mir kommt es irgendwie so vor, dass manchmal echt Musik leere ist. Also, dass halt die Musik aufhört. Finde ich bei WoW schon ganz doof. Da gibt es aber eine Option, das zu beheben. Hier scheinbar nicht. Macht nichts. Finde hier die Musik ein bisschen dezenter zu machen auch gar nicht so schlecht. Weil die allgemein sehr chillig ist. Jetzt bin ich aus der Kabine hier. Ach, hier kommt immer kein Viech runter. Na gut. Dann eben nicht. Wir können ja auch das neue Jahr des Widders feiern, übrigens, wer es noch nicht wusste. Event, komplettes serverweites Event. Aber das feiern wir jetzt nicht. Das findet in Löwenherz statt. Da müssen wir erstmal hin. Und bis dahin ist es noch ein weiter Weg. So, durchsuchen. Das brauche ich echt nur so ein Viertel. So ein kleines Stückchen, um da was... Achso, ich kann aber hier noch einen Gegner besiegen. Kein Problem, das machen wir mal kurz. Zack. Guck mal. Kriegen noch ganz schön viel Erfahrung. Nahegelegene Events ab. Hä? Was ist? Sprechen wir den Spieler um neue. Achso, hä? Achso, gut, na gut. Gute Arbeit. Eure selbstlose Hilfe neulich hat dazu beigetragen, dass wir die Höhle von den Flammen Eindringlingen und ihren Kram säubern konnten. Und nun kann ich voller Zuversicht sagen, das Gebiet ist jetzt flammensicher. Oder zumindest flammenhemmend. Habe es ein Wortwitz. Ich sorge dafür, dass der Stab von... Ja, das ist der Stab. Nee, das ist der... Doch, das ist der Stab. Aha. Von euren Heldentaten erfährt. Der Stab? Ja, gut. Dann lasst den Stab das mal wissen. Ich muss jetzt nahegelegene Events abschließen. Nee, eigentlich, ja gut, hier ist noch irgendwo ein Event in der Nähe, da hinten. Da könnten wir ja theoretisch auch nochmal hin. Normalerweise können wir jetzt zurück und den anderen Bereich clearen. Damit wir dann weitermachen können. Beziehungsweise wir müssen ja erstmal zu so einem komischen Heini, der uns die Herzen aufdeckt. Damit wir die Herzen aufgedeckt haben. Aber hier ist noch irgendwas. Das Spiel will uns weiß machen, dass hier noch was ist. Tötet den tobenden Skull. Tobener Skull. Macht den wer? Sieht nicht so danach aus. Den macht niemand. Wo ist denn der? Wo ist der jetzt hin? Da. Level 4, gut, gut. Ah, scheiße, aber Boss. Ja, aber ich denke mal, das ist gut, das kriegen wir noch hin. Das wird halt bei anderen Events schon ein bisschen brenzlicher, aber das kriegen wir noch hin alleine. So, den haben wir komplett alleine besiegt. Jetzt dieses blöde Event von der Map weg, damit ich halt wieder mich daran orientieren kann.
Genau, so, wir sollen jetzt da, genau, das ist eigentlich auch Bullshit, dass wir da jetzt hinwandern. Wir können uns hier hin teleportieren. Das machen wir nämlich jetzt mal. Das ist viel sinnvoller. Dann gehen wir nochmal hier hin. Wollen Gegenstände verkaufen. Und verkaufen jetzt. Ja, das verkaufen wir auch. Zack. Erfolgreich. Nee, die öffnen wir nochmal. Erfolgreich. Schild wird von Magier sowieso nicht benutzt, also kann weg. So wie auch Pfeil und Bogen. Und das Ei. Brauche ich auch nicht. Streitkolben. Auch nicht. Und die, achso, da muss ich das Inventar öffnen. Um die Sachen hier zu verkaufen. Moment, das ist auch Handwerksmaterial, gut. Weil Totem könnte ja auch was anderes sein. So, jetzt haben wir den Crab verkauft. Achso, den hatten wir ja schon, ne? Gut, alles klar. Das würde ich gerne wissen. Ist hier echt kein? Gibt es echt keinen einzigen? Ohne Spaß? Echt nicht? Also, es ist wirklich kein Scherz. Wie blöd ist das denn? Ja, nee, ich will mein Geld mal haben, ne? Also, ich will jetzt mein Geld mal holen. Ich dachte, ich könnte jetzt hier irgendwie mein Geld holen. Das ist ja doof, ne? Dann gehen wir erstmal. Dann gehen wir ja erstmal hier in die schwarze Zitadelle rein. Was mich natürlich nicht davon verwirren, dass wahrscheinlich gleich das so heißt. Ja, du kannst ja in dieses Gebiet schon rein. Mach mal da deine Aufgaben. Hat der sehr motivierend gesagt. So, na, hier. Ach man, hier muss ich doch. Das ist doof. Ich hoffe mal, da gibt es auch. Da muss eigentlich. Ich kenne mich in der schwarzen Zitadelle zu wenig aus. Um zu sagen, dass das ist. Genau, in Hauptstädten gibt es keine Herzchenaufgaben. Dafür gibt es aber andere Sehenswürdigkeiten und Gedönsdingens, Gedöns zu gedingensen. So, und da geht's dann auch schon weiter. ich muss es, ich habe ja eigentlich so ein Timer in der habe ich jetzt eigentlich mal wieder drin. So ein Timer in meinem Aufnahme-Overlay, wo ich halt sehe, wie lange ich schon aufgenommen habe. In Guild Wars 2 ist das halt ein bisschen doof. Gerade gemerkt, dass halt bei jedem Übergang ins neue Gebiet oder in ein anderes Gebiet halt die Aufnahme immer abbricht. Jetzt muss ich halt wieder einen Timer auf mein Handy da einstellen. Na gut, dann bimmelt es halt wieder, wenn es dann heißt Ende. Muss halt noch das Vibrieren mal kurz einstellen. So. Dann ist das so. Ach ja, was wollte ich jetzt eigentlich suchen? Ich wollte den Handelshaini suchen. Kann nicht sein, dass es hier so einen nicht gibt. Da, Handelsposten. Da hinten. Wieso dann da? Gibt es hier nicht noch einen, der dichter dran ist? Jetzt müsste mal. Können wir hier keinen Marker auf der Map setzen? Hätte eine Idee für ein Update. Setz doch mal funktionalen Marker. Lorbeeren. Lorbeeren, Leute. Da können wir auch nochmal reingucken. Ich glaube, ich habe nämlich welche.
Nehmen wir erstmal hier. Oh, insgesamt 3! Ah, hier sieht man auch die Login-Gedöns. Dingens hier. Ich habe schon das. Das habe ich heute abgeholt. Und dann gibt es halt noch, ja. Da dieses Beutel mit Erfahrung und so. Und hier Beutel mit Erfahrung. 4 Folien des Wissens. Boah, voll heftig. Und sowas eben alles. Ah, hier kann man auch die tätlichen Dinger sehen. Da habe ich scheinbar ein Achievement gemacht, was nicht täglich ist. Das ist natürlich sehr schade, weil ich dachte, ich hätte ein tägliches Achievement gemacht, aber nein. Ich fühle mich riesig. Ach, komm. Inventar. Nee, gar nicht. Ich wollte nochmal. Wollte ich nochmal reingucken. Da. Denn da habe ich 0. Ach genau, die Eigenschaften sind noch gar nicht freigeschaltet. So, Dankeschön. Lass uns mal über den Nebelkrieg reden. Wir suchen Rekruten. Nebelkrieg. Hier übrigens. Das ist Welt gegen Welt. Das ist PvP im etwas gehobeneren Stil. Für mich halt nichts. Und da haben wir gleich auch einen Stufenaufstieg bekommen. Das ist doch geil. Belohnung der Stufe 6. Wir haben... Achso, wir dürfen jetzt Belohnung wählen. Wir bekommen, können einmal hier... Achso, das sind jetzt Farben. Und bekommen einen mächtigen Dolch, der besser ist als unsere ausgerüstete Waffe. Cool. Wir nehmen jetzt einfach mal die Farbe. Edle Ausrüstung. Gibt ja weitere Informationen. Aber wir können edle Ausrüstung anlegen. Wir können die Garderobe nutzen. Und wir können Gegenstände färben, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Ich glaube, ich kann diese Dinge auch verkaufen. Ich gucke erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Zack. Das ist doch Gammel. Das Ausrüsten. Und... Können wir denn hier... Das ist übrigens der Echtgeld-Job hier. Ne? Das hier. Das ist der... Irgendwie muss ich Guildwars ja auch finanzieren, weil das ist ja Free-to- also Free-to-Play im Sinne von... Es ist halt... einmal kaufen und so lange spielen, wie man will. War ja auch schon Teil 1. Und manche Sachen können wir leider nicht verkaufen. Das ist natürlich tragisch. Da muss ich mir gleich einen Händler suchen. Obwohl Karma-Händler können doch bestimmt auch. Ja. Diese Sachen hier zum Beispiel, die sind seelengebunden. Schrott verkaufen. Wir haben 5 Gold. Nice. Das ist gar nicht mal für den Anfang so schlecht. Das will ich aber mal hier zum Dingens hier da. Will mir mal mein Zeug hier abholen. So, gib mir jetzt alles nehmen. Ah, alles nehmen. Tatsching! So. Und jetzt können wir wieder zurück. Zurück in die Wildnis. Nein, zurück! In die zerklüfteten Lande. Und da werden wir weiter helfen. So, das muss ich gleich noch aufpassen, gleich bricht die Aufnahme wahrscheinlich wieder ab. Ich finde ich voll doof eigentlich. Warum bricht die Aufnahme denn hier ab? Selbst in Guild Wars 1 ist das nicht so. Obwohl, das weiß ich ja, naja doch, das weiß ich schon, weil ich schon mal was aufgenommen habe. Aber ich habe es nicht veröffentlicht. Verletzend. Ach ja, und tolles Feature in Guild Wars 2 ist ja, man kann springen, ne? Das ist ja wohl das, das geilste Feature, was es halt gibt. Ich glaube, da haben die Entwickler auch mal, als es noch in der Entwicklung war, mal so einen Scherz gemacht. Dass man das halt voll gestellt.